Kommune. Jetzt sagt nicht, die ganzen letzten Echo, die wir auch gebaut haben und so, sind die alle jetzt geflohen und gestorben. Das wäre ein bisschen suboptimal. Scheiße. Weißt du? Ja, scheint so. Wenn wir nochmal ein Dorf in der Nähe haben, dann tun wir uns hier ein paar Bewohner hinquartieren. Wenn nicht, dann müssen wir, ja, wohl so über uns nochmal welche schießen. 3-4 Stück und dann den Rest über Türen paaren lassen. So, den Stein habe ich. Ich hätte ja einen neuen reinlegen müssen. Fuck. Das müsste reichen. Den Rest mache ich jetzt dann mit dazu mein Cobblestone Slabs Steinstufen. Ja, nicht Cobblestone, auch nur Steinstufen. Ne? Aber man kann aber hier nur einzeln rausnehmen, statt mit STLG und Shift. Und Shift hier, so. Hier ist Fackelsymbol, was ihr da seht, das ist für das Zaubern. Dann seht ihr, weil da braucht man ab und zu zum Zaubern, braucht ihr dann irgendwie Licht oder Erde oder so. Und wenn ihr dann Shift auf die Items drückt, dann seht ihr, was die für Eigenschaften haben. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. So. Und ich brauche mal ein paar Slabs. Zack. 24 Stück. Cool. Oh. Am Anfang steht der oben, das Slab, und dann springt er nach unten. Merkwürdig. Machen wir das zu? Ja, machen wir das zu. Und hier. Jetzt passt es aus. Nicht wirklich, oder? Wenn wir dann noch sagen Raumteiler, zack, kann ich dann darunter Truhen öffnen. Karibik-Style, schön zu dem passenden warmen Wetter. So, es geht so, dann machen wir hier eine Truhe hin. Ist optimal. Slabs bekommen wir nicht weiter, brauchen wir aber nicht so viele, weil wie gesagt, hier möchte ich ja gerne Teppich rein haben. Zwar nicht über die ganze Etage rüber, den Teppich, aber dennoch relativ viel Teppich. Unter dem Bett zum Beispiel, dann den Weg dahin. Weil hier möchte ich versuchen, so einen kleinen Fernseher zu machen mit Wolle oder mit Obsidian. Na gut, das war schon. Deswegen mal gucken. Hier braucht man eine Tür, die Baum ist auch einfach die Tür. Ich finde die Musik echt awesome. Ehrlich, ich bin Werte gefunden und bin richtig positiv überrascht, Leute. Gefällt mir. Nochmal so. Soll ja nicht jeder hier reinspannen. So, ne? Ich lasse nochmal zwei ruhig offen. Für unsere Dreckstreppe. Das ist zwar nicht viel, was wir hier haben, aber man bedenkt, dass es hier 3x, 2, 3, 4, 5, also 3x5 ist. Sprich 15 Quadratmeter sind, normalerweise, an einem Haus. Das ist schon awesome. So. Hier muss was dann runterführen irgendwie. Das machen wir auch mal schnell. Zack. Wenn ich jetzt eine Behutsamkeitszacke hätte, dann würde es auch schneller gehen mit dem Runterbauen. Aber da weit sind wir nicht. Also gleich noch jetzt ein Level verloren. Und Verzauberungsfisch haben wir auch noch nicht. So, jetzt kann hier schön der Dreck hochwachsen. Ein bisschen mehr machen, damit es schneller wächst. Ups. Mal hier noch anmachen, so. Oh, weil sich hinterher alles wieder ab. Mit dem 8 Treppen haben wir noch.
Wenn wir jetzt überlegen, hier soll unser Bett hin. Wir schlafen mit Kopf nach hier, dann sag ich erstmal 4, mindestens 3 zu kann. So, 3 kannst du. Das ist hier die Treppe. Sprich, ich brauche kein Fenster, also machen wir hier ein Fenster, ein Feuerfenster. Und alles zu. Ups. Ich dann noch ran. So. Dann kommt hier das rein, mit dem rein. Und hier machen wir nicht mal andersrum. Geht hier eine Fensterbänke. Zack. Und meine Fenster da. Der kann weg. So. Dann gucken wir mal, wie es von außen aussieht. Hier bräuchte ich eigentlich kein Fenster mehr, vor allem es würde mich nur aufwecken morgens, auch wenn man da Gardinen vorhat. Es scheint immer was durch. Machen wir hier auch 3 zu. Haben wir noch 2, 4. Mache ich hier gerne ein Dreierfenster. Also nochmal zack, zack, zack. Nein, falsch rum. Ich wollte die ganz gerne andersrum haben. So rum wollte ich sie haben. So, und hier kann man eine relativ freundliche Fensterbank oder eine relativ große Flächenbombefenster. Jetzt hier zumache. Noch ein vielleicht. Und dann den hier zubaue. Da habe ich auch nur 3. So eventuell. Ein Viererfenster von oben bis unten durch. An dem man so morgens mal so nackig hier aufwacht und vorstehen kann, so einfach den Pimmel rausfällt oder immer. Oh. Nee. Aber dann brauche ich auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Wenn da ein bisschen mehr Strand wäre, das wäre geil, aber da ist Schnee schon, ne? Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Hier hat man noch so einen schönen Strand und dann geht man hier rüber, bam, Schnee. Und dazu noch hier gleich ein Sumpf. Ziemlich, ziemlich merkwürdiges Video, was wir hier erwischt haben. Aber auch irgendwie ist das total geil. Mir gefällt das irgendwie. Man muss halt jetzt so schnell die ganzen Biome wechseln und herwechseln. Das muss nicht sein. So, Decke. Doch eine ganz normale Holzdecke rein. Oder? Machen wir hier eine Holzdecke rein. Würde ich schon fast ja sagen, oder? Soll ich ein bisschen absetzen? Ja, doch, machen wir eine Holzdecke, oder? Ja, komm. Ich habe am meisten. So oft halten wir uns hier auch nicht auf. Eventuell muss man noch einen geheimen Pornokeller hier rein. Ausleuchten hier oben. Das hat der Max die ganze Arbeit los jetzt gemacht. Sonst kommen ja die ganzen Monster durch mein Haus rein. Hier die Ecke machen, die Treppe ist. Sonst falle ich hier mal runter. Und das nächste Haus werde ich auch dann aus diesem. Ja, wie heißt das denn? Wie heißen die Blöcke, die man unterschneiden kann? Ja, genau, die Panels sind das. Die will ich in der Sinne haben. Die sind ein bisschen schmaler, die kann man auch mehr anstellen. Da brauche ich mir auch eine Handsäge für. Eisen und dann halt Ruby oder Diamanten oder blauen Saphir oder weiß der Geil was nicht. Holz alle? Oh nein, Holz ist alle. Okay. Also, wir schmeißen Steine, holen uns Holz, gehen erst einmal pennen, bringen uns Fackeln mit. Wenn wir noch, ja, Kohle haben wir noch. Mehr als genug, da hat ja der Max auch Holzkohle gemacht. Um ein Dach müssen wir uns auch noch kümmern. Was für ein Dach machen wir denn da? Keine Ahnung. Auch nicht mehr. Das wollte ich auch nicht.
Ich hatte den jetzt mal mit. Hatten wir ja auch nicht. Sandstein, Wolle. Ich hätte gerne blaue Wolle. Oder schwarze. Überlegen wir nochmal. Wir wollten die Fackeln haben, richtig? Wir wollten die Fackeln. Da haben wir welche. Die dürften auch reichen. Glas, braucht ihr noch Glas? Ne, Glas hat man fertig gehabt, ne? Glas hat man fertig gehabt. Aus gar nicht zu mir kommen, ne? Glas kann ja auch hier rein. Die Zäune können hier rein. Die Treppen haben wir auch fertig. Dreck. So. Stöpfe bei mir. Was brauchen wir jetzt? Komm mal her, ich bin immer fertig. Wir brauchen den Keystone für den Fußboden. Dann brauchen wir Holz, den wir hacken wollen, deswegen gehen wir schlafen. Also, gutes Nächtle! So. Zwei Pilze. Cool. Geht damit. Jetzt muss ich keine Waffe mehr bringen. Da reicht die Lava. Aber okay. Voll ewig, wenn wir ein Lagersystem haben und nicht mehr alles suchen müssen und gucken müssen tausendmal schön mit Schildern beschriften. Freue mich drauf. Hatten wir Features gehabt in der Aufnahme heute schon? Windows Media Play. Ich auf Zufall gestellt. Heißt aber nicht, dass du hier 10-mal wiederholen musst, das Lied. Boah, ist ja groß geworden. Hier sind Rubberwoods. Rubber. Brauchen wir auch bald. Rubber. Einfach Holz ist auch wie gerade ein Rubber-Stückchen, aber ist es nicht. So, geht damit. Du gehörst mir, mein Freund. Viel brauchen wir auch nicht mehr. Weil wir müssen ja eh ein bisschen Zeit rumschlagen, weil wir ja auf unseren Ofen warten müssen. Da bauen wir jetzt auch gleich mal einen Eisenofen. Eine Eisenpflanze. Die macht damit einer Kohle, macht ihr dann 10 Items. Anstatt nur 8. Heißt nur 8, aber 2 Items mehr ist immer besser. Vor allem in dem Mod hier. Setzling. Nachpflanzen, dann haben wir bald keine Bomben mehr. Ach, egal. Wir machen dann die Kate. Da haben wir schon mal so ein Dorf, brauche ich nicht einsammeln. Und wenn, dann merkt man, dass wir hier was haben. So. Das heißt, wenn ich heute mein Haus fertig mache, dann werden wir beim nächsten Mal sicherlich eine Höhlentour machen. Eben um halt die letzten Diamanten zu finden. Wir brauchen 11 Stück. Haben noch 4. Dann sprechen wir auch noch 7. Ah, ich komme jetzt länger. Und dann gibt es auch das Eingemachte. Ach, Gold. Brauchen noch Gold. Eisen. Sammelt eigentlich 21. Das müsste reichen. Ja, das reicht. Ich möchte den ganzen Tag hier abbauen. Liegt auch überall noch Zuckerrohr. Jetzt der Eingang ist wieder da, gut. Da ist der Eingang. Das Dorf ist echt mal gerade ja schon relativ groß, kann man es gut sagen. Das ist schön. Und ich hoffe, es wird noch viel, viel, viel größer werden. Das Wasser hier wegkommt noch und so. Mal schauen, wer das wird. So, Decke zu, Affe tot. Nein, halt eigentlich Klappe zu, Affe tot, aber. Klappe zu passt ja gerade nicht. Das ist die Decke. Ui. Zack. Wenn wir das System machen für das Lagerhaus, dann brauchen wir auch wieder Diamanten. Oh. Und das nicht zu knapp. Beim Morium halt ein Farbsystem reinzubringen, sag ich mal. Braucht man ja Diamantrohre. Dach. Was
für ein Dach machen wir. Das unsere Drecktreppen machen. Bitte. Ach, können wir essen. Ah, die Wäsche. Juhu. So. Machen wir hier so ein ringsherum Spitzdach auf? Ja, ne? Machen wir mal. Komm, was wollt ihr jetzt? Also hätte ich doch noch Treppe gebraucht. So. Mal, zack. Einmal können wir noch. Und das reicht bei weitem nicht. Scheiße. Geben wir einen raus. Einer rein. Raus reicht schon, glaube ich. Schön mit Ecktreppen. Ja, hier holt sich gerade die Playlist. Gefällt mir nicht. Kann ich gerade weiterschalten? Ja. Hat man auch gehabt, oder? Ja, ist auch immer da. Hallo? Ja. Ich glaube, das hat man nicht gehabt. Hä? Fail? So, nehmen wir das doch. Dann jetzt kaputt. Warum macht er so eine Ecktreppe dran? Ah, die Musik. Das ist so oft eine Musik, das Elektro. Also von der Art her. Ja, die hatten wir auch schon gehabt. Ich muss beim nächsten Mal mal schauen, was das los. Aua. Was da los ist. Aber die wächst hier schön. Ah, herrlich, haben wir bald hier oben schon den ersten Grashalm. Wir müssen noch einen Treffer finden. Scheiße. Also dann das Dach beim nächsten Mal machen. Ich möchte auch nicht zu viel alleine aufnehmen. Sprich, wir werden das Dach nicht fertig kriegen. Machen wir, wenn dann der Dom und der Max dabei sind. Also bauen wir hier noch die Scheiße ab. Unsere kleinen Körnchen. Ach, ich brauche hier noch Zaun. 2, 3. Gut, dann holen wir den Zaun, holen uns jetzt noch den Stein, machen den Fußboden hier rein und dann soll es das auch gewesen sein für heute. Ganz ehrlich, das muss dann reichen. Weil ich denke mal, ihr wird auch mehr Spaß haben, wenn die beiden auch dabei sind, aber ich wollte erstmal aufnehmen und zweitens, ich musste auch aufnehmen. Sonst hättet ihr jetzt für die nächsten beiden Tage keine Folgen gehabt und das möchte ich nicht. Ich bin noch, wir sind noch am Anfang unserer Let's Plays-Reihe. Und dann gleich mit Let's Plays aufsetzen, aber irgendwas nicht kommt, das finde ich etwas doof. Und von daher möchte ich das gar nicht. Das kann es öfter mal passieren, dass mal der Dom nicht dabei ist oder der Max nicht dabei ist, weil dass er immer gleich Zeit hat, das ist eher unwahrscheinlich. Und von daher seid wieder nicht allzu böse, wenn die beiden mal fehlen. Sind auch nur Menschen. Und wenn mal eine Folge nicht kommt, dann liegt es auch mal daran, dass ich keine Zeit hatte. Oder mal verpennt habe hochzuladen oder weiß der Geier. Also bitte seid ein bisschen nachgiebig, dass ihr da irgendwas vergessen. Oder etwas nicht lücken- oder fehlerfrei läuft. Weil mittlerweile haben wir schon so ein bisschen, ein kleines bisschen Routine drin. Und gewöhnen uns schon dran ans Aufnehmen. Aber es ist dennoch etwas neu dann für uns, sag ich mal. Haben wir ja vorher alle nicht gemacht, sowas. Aber ich muss ja noch sagen, es macht einen riesen Spaß. Leute, die Bock am Reden haben oder Bock am Spiel noch haben, den kann ich das nur empfehlen. Es ist zwar ein Genre, Let's Play auf YouTube, was sehr überhäuft ist und was einfach schon tausende von Menschen machen, auch in dem deutschen Bereich. Aber wer Spaß dann hat, sollte einfach machen. Da würde ich auch keiner abhalten oder keiner abhalten lassen. Aber ihr solltet es echt nicht machen, weil ihr denkt jetzt so, hä, ich will berühmt werden oder so, sondern einfach nur, weil ihr Spaß dann habt. Wenn man berühmt wird oder vielleicht berühmt wird, wenn man halt mit Erfolg hat und Leute einen ansprechen, ist natürlich noch schöner. Aber in erster Linie soll es ja darum gehen, dass ihr Leute unterhaltet. Und
Wenn ihr das erreicht, dann kommt die ganze Situation mit Fame sicherlich von alleine. Das sagen auch diejenigen, die halt schon groß rausgekommen sind. Die Leute dafür, wie sie heißen, wisst ihr alle selber, da brauche ich keinen Namen dafür. Und ja, mir persönlich macht das Spiel, das braucht mir sehr viel Spaß. Und ich möchte es auch erstmal nicht aufgeben. Egal, ob ich bei 6, 7, 8 Abonnenten stehen bleibe, ich möchte nicht aufgeben. Ich finde das echt total spaßig. Und der erste Pferd hat ja schon 50 Aufnahmen von Dragon's Prophet. Oder Aufrufe, oh mein Gott. Und das finde ich echt, echt, echt super. So, haben wir alles gemacht, was wir machen konnten. Ich stelle mein Bett noch hier rein. Und dann war es das. Mal hier. Hier wollen die rein. So, auf dem Wechselchen noch nebenbei. So. Aber nichtsdestotrotz, jetzt möchte ich die Stadt heute erstellen noch. Ja, Lanze. Die Fackeln da auch hier rein, brauche ich aber nicht. Da hat sie jetzt Stück. Drück ein Bettchen noch, bitte. Bettchen. Kann doch mal alleine schlafen. Hat er hier auch schon Häuschen mit Bücherregale, die Sau. Das Dach von Max ist recht interessant, finde ich. Außergewöhnlich, habe ich so im Minecraft auch nicht gesehen. So ein Dach. So, und wir legen es natürlich genau mittig hin. So, zack. Legen wir schlafen und sagen dann jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.